Moin! Jo, heute ein kurzes, knackiges Video zu diesem Linda Earl hier. Das hatte ich ja vor einiger Zeit mal vorgestellt und die Resonanz auf dieses Messer war extrem positiv, kann ich nicht anders sagen und ja, völlig zu Recht meiner Meinung nach. Hier bekommt man für 18 Euro einen schönen 42A-konformen Begleiter, der gerade durch seine wunderschönen Holzgriffschalen und überhaupt der gesamten Linie sehr zu gefallen weiß. Viel zu kritisieren gab es bei dem Messer nicht. Die meisten Leute haben sich einen höherwertigeren Stahl gewünscht. Ich habe da auch mit Linda noch geschrieben und den auch nahegelegt. Dass die meisten Leute wohl bereit wären, statt halt 20, 30 Euro zu bezahlen, wenn halt ein anderer Stahl, wie zum Beispiel der 440C, verarbeitet werden würde. Hab dann auch prompt Antwort bekommen von Linda. Das ist wirklich ein toller Kontakt. Sollte Linda zuhören, vielen, vielen Dank dafür. Macht wirklich Spaß, so den Austausch zu pflegen. Meistens scheitert sowas schlicht und einfach an der Tatsache, dass zum Beispiel, wenn diese Messer, dieses Modell zum Beispiel damals in Produktion ging, dass dann einfach die nötige Stärke in 440C nicht vorhanden ist. Da bedarf es dann größerer Vorbereitung. Auf jeden Fall ist Linda da am Ball und ja, ich bin gespannt, ob sie da dann noch tätig werden. Wie gesagt, dieses Modell, Neuauflage mit 440C Stahl, dafür dann halt 29,99. Ich glaube, das würde sich ausgezeichnet verkaufen. Ist nämlich ein wirklich, wirklich schönes Messer. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, das ist mal wieder ein Messer für Umme Video. Ich möchte euch daran immer teilhaben lassen und deshalb haue ich dieses Messer jetzt hier raus. Tackert einfach irgendwas in die Kombiliste, dass ihr Interesse an dem Teil habt. Oder einfach nur, ich möchte es gern haben, völlig egal. Dann seid ihr dabei, ich werde das Video dann wieder ein paar Tage, eine Woche ungefähr laufen lassen und dann mit, wie heißt das Programm nochmal, mir fällt es jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, wo dann halt für dieses Video zufällig ein Gewinner durch die Kommentare gezogen wird und den werde ich dann halt wieder per PN anschreiben, dass er gewonnen hat und dann geht das Messer für Umme an ihn raus und ich bin mir doch ziemlich sicher, mit diesem Modell wird dann der zukünftige Gewinner auch eine Menge Freude haben. Auch günstige Messer haben durchaus viel Charme. Dieses hier gehört da ganz, ganz weit nach oben, sozusagen in die erste Liga. Ist einfach ein schöner Gegenpol dann zu den Einhandmessern, wie zum Beispiel ein 710er von San Remo, das halt preislich in einer ähnlichen Liga spielt, ein bisschen günstiger. Und deshalb ist das ein toller Tipp, nach wie vor. Link zu meinem Video, Link zum Bezug findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, wer Interesse hat, der tackert das einfach jetzt rein in die Kommis und dann wünsche ich allen viel Glück und verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.